Welche Lebensmittel musst du essen, damit dein Bauchfett nur so wegschmilzt? Kurbelt Kaffee den Stoffwechsel an? Und kannst du mit Hilfe von regelmäßigen Saunagängen besser abnehmen? All das und noch vieles mehr schauen wir uns in diesem Video an. Es gibt viele Lebensmittel, die angeblich den Stoffwechsel beschleunigen sollen und dabei dann beim Abnehmen helfen sollen. Dabei muss man aber sagen, dass die Realität leider oft anders aussieht. Und zwar ist dieser Effekt für den Stoffwechsel beschleunigen nur so kurzfristig, dass es eigentlich gar keinen richtigen, relevanten Unterschied macht. Zu diesen bestimmten Lebensmitteln, die habt ihr bestimmt auch schon mal gehört in irgendwelchen Magazinen oder in irgendwelchen Blogs oder in TikToks oder so, gehören unter anderem Sellerie, Grapefruit, aber zum Beispiel auch grüne Smoothies oder natürlich auch das allseits beliebte Zitronenwasser. Zu Zitronenwasser habe ich übrigens auch nochmal ein Video gemacht und zwar findet ihr das hier. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Lebensmittel zwar gesund sein können und natürlich auch viele Nährstoffe beinhalten, sie aber tatsächlich beim Abnehmen nicht ganz so einen großen Unterschied machen. Ich werde auch im Verlauf des Videos ein paar Studien nennen und die habe ich für euch alle unten in der Infobox verlinkt, damit ihr die nachlesen könnt, wenn ihr daran interessiert seid, ein bisschen mehr über das Thema zu erfahren. Eine Studie im American Journal of Clinical Nutrition hat gezeigt, dass zum Beispiel die Wirkung von grünem Tee tatsächlich einen Einfluss auf den Stoffwechsel haben kann für eine kurzfristige Zeit. Dieser Effekt aber nur so minimal ist, dass er so gut wie eigentlich keine richtige Wirkung auf die persönliche Fettverbrennung hat. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass das Essen von Chilischoten zwar eine kurzfristige Auswirkung auf unseren Stoffwechsel haben kann, diese Wirkung aber wirklich nur minimal auf die Fettverbrennung anzuwenden ist und sich nach einiger Zeit auch deutlich verringert. Nochmal zurück zum grünen Tee. Es gibt aber auch Studien, die zum Beispiel zeigen, dass wenn man regelmäßig eine bestimmte Anzahl von Litern an grünen Tee täglich trinkt, der Stoffwechsel sich um 4% erhöhen kann. Und eine andere Studie hat herausgefunden, dass der Stoffwechsel sich sogar um 4,5% erhöhen kann. Man muss aber wirklich sagen, dass diese Effekte halt immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind und dass man nicht das alles pauschalisieren kann. Es wurde außerdem auch herausgefunden, dass diese Wirkungen nicht signifikant sind, um wirklich eine langfristige und nachhaltige Gewichtsabnahme herbeizuführen. Ich würde trotzdem sagen, dass zum Beispiel grüner Tee in Kombination mit einem gesunden Lifestyle und viel Sport deutlich gesünder ist, als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie super viel Kaffee oder so trinkt. Aber man muss einfach sagen, es gibt kein Wundermittel, nicht dieses eine Lebensmittel, was das Fett wegschmilzt. Das ist einfach nur, ja, Bullshit, wenn man das irgendwo hört. Oder ich esse nur Sellerie und Sellerie hat negative Kalorien. Das ist einfach Quatsch. Deswegen eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit einem Kaloriendefizit, ganz wichtig, hilft euch dabei, gesund und nachhaltig abzunehmen. Eine Sache, die euch aber wirklich dabei helfen kann, besser und effektiver abzunehmen, ist den eigenen Proteinbedarf steigern bzw. einfach viele Proteine in seine Ernährung einzubauen. Wenn ihr mir nicht erst seit gestern folgt, dann wisst ihr auch, dass ich das immer wieder preache, dass wenn man Proteine isst, der Körper mehr Energie für die Verstoffwechslung der Proteine benötigt. Das heißt, es werden mehr Kalorien bei der Verdauung verbrannt. Und außerdem haben Proteine auch einen sehr hohen Sättigungsgrad, viel höher als Kohlenhydrate und Fette. Das heißt, es macht auch noch länger satt und verbraucht mehr Kalorien bei der Verstoffwechslung. Ist also ein Win-Win, wenn man einfach mehr Proteine isst. Man kann seinen Proteinbedarf natürlich mit Lebensmitteln wie zum Beispiel Tofu, Seitan, Hülsenfrüchte, Edamame etc. etc. decken. Wenn man aber zum Beispiel einen erhöhten Proteinbedarf hat, wie zum Beispiel ich, weil ich mache Kraftsport und ich möchte gerne Muskeln aufbauen, oder auch für Leute, die sich in einer Diätphase befinden, weil da ist auch ganz wichtig, dass man mehr Proteine isst, um die bereits vorhandene Muskelmasse zu schützen, dann kann man auch sehr gut auf Proteinpulver zurückgreifen. Und ich persönlich nutze daher als Unterstützung das Proteinpulver von Prozis. Das ist 100% vegan, laktosefrei, glutenfrei etc. und ist einfach eines meiner absoluten Lieblingsproteinpulver momentan auf dem Markt. Das vegane Proteinpulver von Prozis ist nicht nur unglaublich lecker im Geschmack und ihr habt ultra viele Geschmacksrichtungen, die wirklich von Salted Caramel Popcorn bis hin zu Spekulatius bis hin zu Schokopraline gehen, sondern die Proteinpulver haben auch noch eine große Menge an Vitaminen, Ballaststoffen und sind einfach sehr, sehr nährstoffreich. Was ich besonders toll an diesem Proteinpulver finde, ist, dass es ein Kombipräparat ist. Das heißt, ihr habt nicht nur eine Proteinquelle, zum Beispiel nur Erbsenprotein, nein, ihr habt eine Kombination aus mehreren Proteinquellen. Das heißt, mehrere pflanzliche Proteinquellen wurden zusammengefügt und ergeben jetzt das perfekte Aminosäurenprofil, was übrigens auch sehr, sehr wichtig ist. Wenn ihr auf der Suche nach einem Proteinpulver seid, schaut immer auf das Aminosäurenprofil. Das sollte möglichst gut zusammengestellt sein und das ist bei diesem Proteinpulver auf jeden Fall gegeben.
Prose stellt aber nicht nur Sportnahrung her, aller Art wirklich, ich krieg da wirklich alles, sondern auch Fitnesskleidung, Workout-Klamotten, die geilsten Leggings ever. Oder aber auch zum Beispiel Technikgeräte, Kosmetika, also bei Prose kriegt ihr wirklich einfach alles. Es ist ein riesiger Online-Supermarkt für fitnessbegeisterte und sportbegeisterte Menschen. Mit meinem Code Clarissa10 bekommt ihr immer 10% bei Prose. Außerdem gibt es auch noch manchmal ein paar kostenlose Geschenke für euch dazu, wenn ihr meinen Code nutzt. Und natürlich habe ich für euch alle Produkte, die ich so sehr von Prozis liebe, unten in der Infobox verlinkt. Klickt einfach auf den Link, dann weiß Prozis, dass ihr von mir geschickt wurdet und außerdem unterstützt ihr mich damit auch noch ein bisschen. Der Code ist Clarissa10 und nochmal vielen Dank an Prozis für das Sponsern des heutigen Videos. Sauna und Dampfbäder. Das Sitzen in einer Sauna oder in einem Dampfbad führt natürlich dazu, dass die Körpertemperatur sich erhöht und wir dadurch sehr, sehr viel schwitzen, was automatisch zu einem Gewichtsverlust durch einen Wasserverlust im Körper führen kann. Das ist ein vorübergehender Gewichtsverlust, den wir aber durch Nahrung und durch Getränke wieder relativ schnell ausgleichen. Dieser Gewichtsverlust hat außerdem nichts mit der Fettverbrennung zu tun, sondern man verliert einfach nur Wasser, was sich sozusagen im Körper angesammelt hat, man schwitzt das Ganze aus und Sauna und Dampfbäder sind unglaublich gut für den Kreislauf, allgemein für die allgemeine Gesundheit, für die Haut und so. Aber für den Gewichtsverlust oder wenn ihr gerne abnehmen möchtet, ist es nicht das geeignete Tool. Es gibt einfach absolut gar keine Beweise dafür, dass Sauna oder Dampfbäder zum Beispiel bestimmte Giftstoffe aus dem Körper spülen, dass es ein Detox-Programm ist für den Körper. Leute, Detoxen, das machen unsere Organe, Leber, Lunge, Nieren, alles Mögliche. Unsere Haut detoxt auch total krass, aber nicht das Schwitzen allgemein. Das ist einfach nur ein Prozess, damit der Körper sich automatisch wieder runterkühlt, wenn die Körpertemperatur steigt. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, unter ClarissaXWellness findet ihr mich dort und ich poste tägliche Stories zu einem ganzheitlichen, gesunden Lifestyle, berichte einfach mehr aus meinem persönlichen Leben und poste auch regelmäßig Reels. Nur eine Mahlzeit am Tag. Der Trend, nur eine einzige Mahlzeit pro Tag zu essen, wird auch als OMAD bezeichnet, das heißt One Meal a Day. Und man muss wirklich sagen, dieser Trend kann einen ganz schön ins Extreme führen, würde ich sagen. Erstmal ist das natürlich eine extreme Version von Intervallfasten. Und ich persönlich mache auch Intervallfasten, aber so ein ganz entspanntes 16:8, manchmal 14:10. Und ich halte mich da wirklich mittlerweile nicht mehr an irgendwelche strikten Regeln, an irgendwelche strikten Zeitrahmen. Ich persönlich habe einfach keinen Hunger morgens und warte mit meinem ersten Frühstück, mit meiner ersten Mahlzeit des Tages immer so zwischen, ja, bis 11 Uhr oder bis 12 Uhr und esse dann immer meine erste Mahlzeit. Das kommt aber bei mir ganz natürlich, weil ich einfach morgens keinen Hunger habe. Es gibt viele Studien zu Intervallfasten, die das wirklich unterstützen, dass man tatsächlich dadurch die Fettverbrennung ein bisschen besser ankurbeln kann oder dass man zum Beispiel die gleiche Menge an Kalorien in diesem 8-Stunden-Zeitfenster essen kann und nicht zunimmt, als wenn man zum Beispiel diese gleiche Kalorienmenge über einen ganzen Tag verteilt isst. Diese Studien gibt es. Ich beziehe mich hier jetzt aber nur auf die One Meal a Day Diät, die ich persönlich als sehr, sehr kritisch und fragwürdig finde. Weil so eine Diät, also ich kann mir gerade vorstellen, bei Frauen kann das durchaus eine Essstörung sehr schnell auslösen oder zumindest gestörtes Essverhalten, wenn man nur eine einzige Mahlzeit am Tag isst. Außerdem, was natürlich auch ganz wichtig ist und was man halt nicht beachten sollte, Nährstoffmangel. Ich meine, wie groß muss diese eine Mahlzeit sein, wenn man wirklich alle Nährstoffe des Tages abdecken will und sich nicht nur den Rest des Tages von irgendwelchen Vitaminpräparaten ernähren möchte. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass wenn man nur eine einzige Mahlzeit am Tag isst, dass zum Beispiel der Blutdruck sich erhöhen kann oder allgemein auch gesundheitliche Probleme wie zum Beispiel Diabetes und aber auch Fettleibigkeit entstehen können. Und das liegt wahrscheinlich daran, also ich verbinde es einfach nur, wenn man tatsächlich für einen längeren Zeitraum nur eine Mahlzeit am Tag isst, dass man vielleicht dazu neigt, ziemlich viele Kalorien auf einmal zu essen oder dass man einfach Binge-Attacken hat oder Heißhunger-Attacken irgendwann nach einer gewissen Zeit, weil man einfach keinen regelmäßigen Essrhythmus hat und der Körper zum Beispiel nach, weiß ich nicht, 20 Stunden Fasten einfach so ausgehungert ist, dass man keine Selbstkontrolle mehr hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es eine extreme Belastung ist für den Magen-Darm-Trakt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 23 Stunden nichts gegessen hat oder 24 Stunden nichts gegessen hat und auf einmal isst man eine riesige Mahlzeit. Und was das für eine Belastung ist für den Magen-Darm-Trakt, wenn man so eine riesige Menge auf einmal isst, also glaube ich, ist nicht so nice. Und man ist danach vielleicht müde, träge, weil man einfach so viel gegessen hat. Ich sehe da nicht so den Effekt irgendwie drin.
Kommen wir zu einem weiteren Mythos, und zwar Kaffee kurbelt den Stoffwechsel an. Habt ihr vielleicht schon mal alle gehört, ist auf TikTok ganz groß und ganz beliebt. Kaffee fördert den Stoffwechsel und ihr verbrennt damit richtig viel Fett, zum Beispiel, dass ihr einen schwarzen Kaffee auf nüchternen Magen trinkt und dann irgendwie zum Beispiel 5 Stunden nichts esst, und das fördert die Fettverbrennung und kurbelt allgemein den Stoffwechsel an. Stimmt das oder stimmt das nicht? Natürlich ist Kaffee ein beliebtes Getränk von ultra vielen Menschen auf der ganzen Welt, um einfach die Energielevel hochzuhalten oder vielleicht sogar auch, um den Appetit ein bisschen zu unterdrücken oder Heißhunger zu unterdrücken. Zunächst einmal, ja, Kaffee kann durchaus das Hungergefühl durch das enthaltene Koffein unterdrücken, und man kann natürlich damit zum Beispiel auch, wenn man das möchte, wenn man genug Kaffee trinkt, eine Mahlzeit ersetzen. Ganz ehrlich, ich habe das früher auch gemacht. Also früher, als ich richtig jung war, in meinen Teenagerjahren mit 16, 17, da hatte ich halt nicht so eine gute Verbindung zur Ernährung oder auch zu meinem Körper, und da habe ich das auch gemacht. Einfach mein Frühstück durch einen Kaffee ersetzt, was einfach absolut falsch ist und wirklich ganz schlecht ist für den Körper. Zu viel Kaffee kann nämlich eher negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben, zum Beispiel Schlaflosigkeit, allgemein Schlafprobleme, Nervosität, Zittern, Angstzustände, ängstliche Gedanken und auch natürlich Magen-Darm-Probleme. Das hat bestimmt schon mal jeder, der einen extrem starken Kaffee mal getrunken hat, schon mal erlebt. Nicht schön. Eine 2019 veröffentlichte Studie untersuchte die Wechselwirkung von Kaffee auf den Stoffwechsel und den Energieverbrauch. Die Ergebnisse zeigten, dass die kurzfristige Wirkung von Kaffee auf den Stoffwechsel sehr gering war und es keinen signifikanten Einfluss auf den eigenen Energieverbrauch gab. Eine andere 2014 veröffentlichte Studie zeigte ähnliche Ergebnisse und ergab, dass Kaffee zwar kurzfristig den Stoffwechsel erhöhen kann, es aber keine großen Auswirkungen auf die Fettverbrennung im Körper haben konnte. Kaffee, fördert zwar kurzfristig den Stoffwechsel, aber wenn du abnehmen willst, ist das einfach kein verlässliches Mittel, sich zum Beispiel nur auf den Kaffeekonsum zu verlassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt etwas Neues dazu gelernt. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, und bitte, falls ihr es noch nicht seid, abonniert gerne meinen Kanal für weitere Fitness-, Ernährungs- und Gesundheitstipps. Ich mache Videos zum Stoffwechsel und zeige euch auch etliche Abnehmtipps, wie ihr wirklich euer Wunschgewicht erreichen könnt. Schaut als nächstes dieses Video hier an, denn hier zeige ich dir, wie ich meinen Stoffwechsel repariert habe und wie ich jetzt wirklich alles essen kann, was ich will, ohne zuzunehmen. Dieses Video solltest du wirklich nicht ignorieren, wenn du nachhaltig und erfolgreich abnehmen möchtest und wenn du gleichzeitig eine bessere Verbindung und eine bessere Beziehung zum Thema Essen haben möchtest. Macht's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Video.